Nur mit Hilfe des Windes gleiten die Windsurfer übers Wasser. Doch ohne die richtige Technik ist das wackelige Brett schwer zu kontrollieren. Eine große Herausforderung für Johannes. Ich will zurück auf den Simulator. Kann es Johannes? Hallo bei Cannes Johannes. Diese Folge ist eine besondere, denn ich finde, keine andere Sportart passt besser zu meinem Bus als Windsurfen. Möchte ich in den nächsten 2 Tagen lernen. Und ich kann mir das schon richtig gut vorstellen, wie ich mit dem Bus dann an die Atlantikküste fahre, nach Frankreich oder Portugal oder dann später so richtig weit in den Süden, so Mittelmeer, Spanien, ja? Wobei, für den Anfang muss jetzt erstmal Warendorf und der Baggersee reichen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, man braucht einen guten Trainer. Und den habe ich garantiert. Ich bin Hannes, 14 Jahre alt und surfe seit 4 Jahren. Das Coole am Surfen ist, die Freiheit, übers Wasser zu gleiten. Wenn mich der Wind packt und mich übers Wasser zieht, dann fühlt sich das quasi an wie Fliegen. Und das ist eigentlich das Tolle am Surfen. Surfen ist für mich eine Lebenseinstellung, weil hier sind so viele coole Leute, mit denen man auch abends abhängen kann. Und das ist eigentlich das Coole am Surfen. Ich bin der perfekte Trainer für Johannes, weil ich jeden freien Tag zum Surfen nutze und weil ich hoffe, dass ich Johannes den Spaß am Surfen genauso weitervermitteln kann. Johannes ist zwar mein erster Schüler, aber mir macht es Spaß, anderen Leuten was beizubringen. Und natürlich hoffe ich, dass Johannes die Herausforderung packt. Hallo Hannes. Hallo Johannes. Das kann witzig werden mit dem Namen. Ja. Sag mal, hier ist aber wenig los auf dem See. Was ist los, Hannes? Ja, das ist Landschaftsschutzgebiet. Das bedeutet, hier dürfen nur Leute vom Verein drauf. Ach, nur wir und sonst keiner? Ja. Also es kommt ja auch niemand mit einer Luftmatratze entlang, den ich jetzt überfahren könnte mit dem Surfbrett. Nee, das stimmt. Klingt gut. Ja, und den Platz brauchen wir auch für unsere Herausforderung. In nur 48 Stunden muss Johannes in einem Rennen gegen Surfer Eike antreten. Dabei müssen beide eine Strecke aus 3 Bojen umfahren. Eike startet zwar zeitgleich mit Johannes, muss die Strecke aber 3-mal abfahren. Johannes nur 1-mal. Ein Rennen Mann gegen Mann, das würde jetzt in unserem Fall heißen, ein Fachmann gegen ein Anfängermännchen oder Profi gegen Lauch. Ich sag mal so, das hört sich ziemlich anspruchsvoll an. Ja, aber dafür habe ich auch einen anspruchsvollen Trainingsplan. Und das ist Hannes Trainingsplan. Zunächst muss Johannes ein Gefühl für das Board bekommen und anschließend das Gleichgewicht trainieren. Dann stehen die wichtigsten Manöver auf dem Programm. Die Wände und die Halse. Am 2. Tag lernt Johannes das Surfen mit einem Trapez. Und zum Abschluss lernt er das Fahren gegen den Wind. Ja, dann musst du dich jetzt nur noch umziehen. Mache ich sehr gerne, aber wir müssen vorher noch eine kleine, nicht ganz unwichtige Frage stellen. Und die ist... Kann es Johannes? Wir machen jetzt erstmal ein paar Aufwärmübungen zum Thema Gleichgewicht. Ja. Weil das Gleichgewicht ist das A und O beim Windsurfen. Willst du mir damit sagen, ich krieg kein Segel jetzt oder was? Du kriegst gleich ein Segel. Okay, dann was mache ich für Gleichgewichtsübungen? Also erstmal holen wir jetzt mein Brett und dann zeige ich den Pack. Okay, ich helfe dir. Ja. Und du bleibst hier, nicht wegschwimmen, hier bleiben. Ich habe gedacht, dass Hannes vielleicht mit mir am Anfang so ein paar Trockenübungen macht, aber er ist ja gleich Richtung Wasser spaziert. Wenn du jetzt drauf bist, kannst du ausprobieren, dich hinzustellen. Ah, das sieht so einfach aus bei dir. Voll wackelig. Es ist gut, dass er die Übungen direkt auf dem Wasser macht, weil dadurch hat er direkt das Gefühl fürs Brett. Und außerdem, wenn er fällt, fällt er weich. Du kannst jetzt schon mal ein paar Schritte nach vorne, sodass die Brettspitze so ein bisschen nach unten geht. Aber sei vorsichtig, das geht ganz schnell ins Wasser. Ah! Cut.
ich nicht. Nochmal. So, ja? Ja. Es ist echt ganz schön kippelig. Probier mal auf einem Bein zu stehen. Okay. Ich glaube, dass der Hannes ein ganz schlauer Hund ist, weil der sich überlegt hat, ich werde den Johannes am Anfang nicht überfordern. Wir lassen das Segel mal weg. Ich bin froh genug, wenn er auf dem Board stehen bleiben kann. Probieren wir mal zu springen. 180 Grad, einmal so. Ich finde, Johannes hat sich sehr gut gemacht. Und jetzt probierst du einen Handstand. Ich kann noch nicht mal einen Handstand an Land. Also, kannst du? Ich kann es ja mal ausprobieren. Nee, hast recht, ich kann es auch nicht. Kann ich jetzt ein Segel haben? Fast. Also, das ist unser Surf-Simulator. Ja. Also, Segel ja. Wasser nein. Damit du mir nicht hier direkt auf dem See verloren gehst, machen wir das hier einmal an Land, da kann ich dir das in Ruhe erklären. Ja. Du nimmst ja die Aufholleine und dann können wir das langsam Schritt für Schritt hochholen. Als erstes nimmst du dann die Hand, die näher am Bug ist, ja, und fasst den Mast an. Okay. Das ist die Grundstellung. Mhm. Jetzt ziehst du das Segel mit der rechten Hand an. Mhm. Und jetzt kannst du steuern, indem du es loslässt, dass es weniger Fahrt aufnimmt, das Board. Ja. Indem du anziehst, dass es mehr Fahrt aufnimmt, das Board. Also anziehen ist Gas geben, loslassen ist langsamer werden. Genau. Dann kannst du das direkt einmal ausprobieren. Okay. Also mir hat es total geholfen, eben erstmal das Wasser wegzudenken. Ah ja, ich merke schon, man kriegt hier richtig Wind drauf. Ja. Und jetzt kannst du mal testen, indem du anziehst. Merkst du, da kommt Wind rein. Oh ja. So, jetzt können wir eigentlich auch schon zur Wende übergehen. Das mache ich dir dann einmal vor. Du neigst das Segel mit dem Schothorn zum Wasser. Das ist dieses Ende des Gabelbords, also das bedeutet das Stück hier. Okay, gut. Und dann drehe ich mich. Und dann kann ich in die Wende quasi auch schon rein. Ah. Und umlegen. Aus wie ein kleines Kunststück. Also ich muss warten, bis das Brett weiter und weiter gedreht ist. Und dann irgendwann drehst du das Segel. Wie hilfreich dieser Simulator ist. Das hätte ich mir nicht träumen lassen. Hey, ich bin auf der anderen Seite. Ja. Cool. Und das probieren wir jetzt auf dem Wasser aus. Aufs Wasser. Jetzt kannst du es hochziehen. Na? Ja, hab ich. Jetzt kannst du mit der anderen Hand. Nice. Ich will zurück auf den Simulator. Also ich glaube, es gibt keine Kannes-Johannes-Sendung bisher, wo wir so viele schöne Momente haben, in denen ich mich voll maule. Jetzt, so ist perfekt, so steht sie gut. Mit der anderen Hand, ja, an den Gabelbau. Ja. Genau, und jetzt. Es ist sehr normal, dass man am Anfang ins Wasser fällt, weil man hat die Übung ja natürlich nicht und es ist sehr kippelig. Also ich wäre dafür, dass wir erstmal an Land gehen und ein kleineres Segel für dich holen. Kleineres Segel wäre einfacher? Ich schätze schon. Das ist ein Argument. Auf geht's. Oh, Hannes, das war ein bisschen deprimierend. Jedes Mal, wenn ich dachte, ja, jetzt, Grundstellung passt, haut's mich weg und ich denke so, was mache ich falsch? Heute Morgen, als wir gestartet sind, war viel weniger Wind. Ja. Und da haben wir uns ja auch entschieden, dass wir ein größeres Segel nehmen. Mhm. Und jetzt sind hier richtig starke Böen auch. Also wechseln wir jetzt auf ein kleineres Segel und auch ein größeres Board, weil das ist dann kippstabiler. Als Hannes gesagt hat, weißt du was, ich glaube, mit einem kleineren Segel, mit einem anderen Board, könnt ihr das leichter fallen, war ich so dankbar, weil ich nicht der Idiot war. Also natürlich bin ich der Idiot, aber irgendjemand anderes war auch schuld. Also der Wind zum Beispiel oder das Board. Gibt es denn auch Tage, wo du am Strand sitzt und wartest, bis sich mal ein Lüftchen bewegt? Ja, das gibt's oft. Meistens musst du dann dich mit anderen Aktivitäten beschäftigen. Und zwar Nasenpuppeln. Ja, oder mit Stand-Up-Paddling. Also kriege ich jetzt ein kleineres Segel und ein größeres Brett? Mhm. Dann nächste Runde. Jo.
Grundstellung. Genau, und jetzt ein Stück anziehen, deine Hand. Krass, ich fahre, oder? Ja. Ja! Das ist ja der Hammer. Jetzt müsste ich aber wenden, oder? Wende! Gebüsch! Ich dachte in dem Moment, wo kommen jetzt die Büsche her? Die waren noch eben nicht da. Sind die aufs Wasser raus? Nee, das war ich. Ach so, ich habe mich bewegt. Ja, da gab's ja auch eine Windböe, oder? Johannes, der See ist da zu Ende. Oh Mann, Hannes. Johannes hat am Anfang natürlich die ersten paar Male den Zeitpunkt verpasst, in dem er wenden musste und ist dann in den Büschen gelandet. Probier mal direkt eine Wende zu machen. Also nach hinten neigen, ein bisschen das Segel. Langsam, Tippelschritten immer Stück für Stück dranarbeiten. Okay. Genau. Super. Ja. Und das hat sich so gut angefühlt. Da habe ich so eine erste Ahnung davon bekommen, was Windsurfen heißt. Das ist nämlich ein richtig, richtig geiler Sport. Bis man dann wieder das Gleichgewicht verliert. Hannes, was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, wie steuere ich denn das Board vor allem gegen den Wind? Kannst du es einmal vormachen? Ja. Indem du das Segel einmal nach hinten neigst, gehst du in den Wind rein. Ja. Wenn du es nach vorne neigst, aus dem Wind raus. Okay. Also das nächste, was ich dir jetzt zeige, ist die Halse. Ja. Also du streckst jetzt das Segel mit, ja, mit dem Schultor zum Himmel und dann drehst du immer weiter. Ja. Bis du an dem Punkt bist, wo du dann umschlägst und shiftest. Shiften? Genau, das bedeutet, du drehst quasi das Segel auf die andere Seite. Ja, dann kannst du das jetzt mal ausprobieren. Das ist von Hannes super schlau, weil wie cool ist es, wenn du dir über das Wasser keine Gedanken machen musst, sondern nur gucken kannst, wo ist die Hand, was mache ich mit dem Segel, stehen die Füße richtig. Aber sag mal, das ist ja eigentlich nur eine Wende andersrum. Wieso mache ich nicht einfach eine Wende? Bei der Wende, da gewinnst du immer mehr Höhe. Also du gehst immer weiter zum Wind. Ja, ist doch gut. Genau, aber irgendwann musst du ja auch wieder zurückkommen. Und dann nimmst du dann die Halse. Okay, also möchte ich zum Wind hin, mache ich eine Wende, möchte ich wieder nach Hause, dann... Eine Halse. Eine Halse. Ja. Merke ich mir. Für mich ist ja schon schwierig genug, irgendwie zu kapieren, wo muss was hin, damit ich nicht sofort ins Wasser falle. Also bei dieser Halse steht mir das Wasser bis zum Hals. Nochmal! Ich finde das gut, dass Johannes quasi seinen Humor nicht verliert. Das hat geklappt, oder? Das hat funktioniert! Ich habe eine Halse gemacht! In Trainingsblock 2 konnte man natürlich sehen, dass Johannes schon Fortschritte gemacht hat. Das ist natürlich cool zu sehen, dass er jetzt das auch schon so langsam richtig gut hinkriegt. Und wie war dein erster Surftag? Ich glaube, ich habe so ein leichtes Gefühl dafür bekommen, wie schwierig das ist. Das ist echt krass, wenn du einen falschen Handgriff machst. Aber zwischenzeitlich hat es auch mal 1-2 Minuten funktioniert. Das ist ein super Sport. Das macht echt Spaß, wenn man nicht dauernd ins Wasser fällt. Aber ja, wir haben ja morgen noch. Oh. Also ich muss echt sagen, dass ich total beeindruckt bin und dankbar bin, was Hannes angeht, dass er so viel Geduld mit mir hat. Weil nach einer Weile geht es ja dann doch ein bisschen besser. Es ist ja echt eine Gefühlsfrage beim Windsurfen. Und wenn es dann mal klappt, denke ich so, oh, wie schön. Morgen. Hannes, grüß dich, setz dich. Danke. So stelle ich mir das Surferleben vor. Direkt am Wasser? Ja. Kaffee in die Hand, raus aus dem Bus und dann aufs Wasser. Ja. Wäre das was für dich? Das wäre absolut was für mich. Mit dem Bulli einfach ans Meer fahren und anfangen zu surfen morgens. Und am nächsten Tag weiter, weil irgendwo anders ist besserer Wind vorhergesagt. Genau, eigentlich mit dem Wind mitfahren. Das klingt schon ein bisschen abenteuerlich. Ja. Aber ich meine, du kannst das ja nur machen, wenn du keine Schule hast. Fan oder so. Ja, aber natürlich trainiere ich auch in der Woche. Wie oft bist du auf dem Wasser? Also meistens einmal
also in der Woche und dann noch wahrscheinlich am Wochenende. Also dann sagen wir mal 2 bis 3 Mal die Woche? Ja. Und reicht das, um später vielleicht irgendwann mal ein Surf-Profi zu werden, oder willst du das gar nicht? Wahrscheinlich müsste man dafür mehr trainieren. Wenn das mit der Profikarriere nicht klappt, was gäbe es noch einen anderen Traum? Guter Amateur? Also als erstes hoffe ich, dass mir das Surfen weiter Spaß macht natürlich. Und sonst wird es mir auch reichen, einfach so aufs Wasser zu gehen. Und wo? Überall? Ja, Fuerteventura ist ein guter Hotspot. Ja, aber erstmal müssen wir bei uns am See üben. Meinst du, wir können wieder? Ich glaube schon. Dann auf. Dann schnapp dir deinen Anzug. Guck mal, ich habe hier ein kleines Hilfsmittel für dich. Was ist das? Ein Trapez. Ein Trapez? Ja, das wird dir morgen helfen. Wie funktioniert das? Also man legt sich das so um. Und dann kann man sich hier in die Schlaufen vom Trapez einhängen. Und dann muss ich nicht die ganze Zeit festhalten mit den Armen, sondern ich mach's mit dem Körper? Ja, quasi nicht schon. Also muss nur noch lenken. Und das soll ich jetzt gleich ausprobieren? Ja. Okay. Das hört sich so schwierig an. Wenn ich mich da einhake, dann habe ich ja überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, mit meinem Popo nach hinten und nach vorne Gewicht zu verlagern. Und das hilft mir sehr oft, nicht ins Wasser zu fallen. Ja! Okay, soll ich probieren, Hannes? Die guten alten Hebelgesetze aus der 5. Klasse. Wenn du eingehakt bist im Trapez, hast du keine Chance mehr. Wenn eine Böe kommt, zumindest ich. Und also ich möchte nicht wissen, wie oft ich mich da abgelegt habe. Ich kenne das natürlich auch, dass man, wenn man im Trapez ist und dann kommt eine fette Böe, dass die einen ins Wasser haut. Also eigentlich ist das normal, wenn man quasi noch nicht so viel Erfahrung mit dem Trapez hat. Es funktioniert! Also natürlich ist das ein Erfolgserlebnis auch für mich, wenn ich sehe, dass Johannes das jetzt schon so langsam richtig gut hinbekommt. Also ich schätze, das wird noch was Gutes werden bei der Regatta. Für die Herausforderung muss Johannes nur noch eine Sache lernen. Das Kreuzen. Hierbei segelt man gegen den Wind. Damit das klappt, muss Johannes schräg zum Wind segeln und im Zickzack wenden. Keiner hat mir gesagt, wie lange dieses Kreuzen dauert. Weil das Fiese beim Kreuzen ist, man kommt zwar gegen den Wind, aber es dauert Ewigkeiten, weil man nämlich nicht in die richtige Richtung fährt, sondern immer so halb und dann halb zurück und nochmal halb. Und es dauert 100 Jahre, um dann mal 20 Meter voranzukommen. Jetzt können wir wieder eine Wende machen. Okay. Wende einleiten. Fährst du schön auf die Boje von unten? Mach ich. Gerade so. Und jetzt kann ich eine Halse machen, ne? Jetzt mach eine Halse. Aber dass du auch rumkommst, ne? Nein! Nein, alles vergebens! Mann! Das probiere ich jetzt gleich nochmal. Jetzt probier einmal rum. Einmal um die Boje einfach rumgehen. Fies ist das! Ich glaube, jetzt ist der amtliche Zeitpunkt, wo meine Festplatte voll ist. Ja. Halsen, schnelle Wände, einhaken, dann aber vorher auf die Zehenspitze. Böe, nee, doch nicht einhaken, lieber nur Grundstellung. Abwarten, abwarten, wann ist die Böe vorbei? Es fängt an, langsam zu rauchen bei mir. Ja, du packst das, wir haben genug geübt. Das ist gut, dass du das so siehst, Hannes, danke. Das heißt, jetzt machen wir den Schnitt und trainieren nicht mehr? Ja. Und wie kriege ich das ganze Chaos aus dem Kopf? Ich hätte da eine Idee. Okay. Was ist das denn, Hannes? Das ist Sub-Frisbee. Sieht sehr nass aus. Ja, also das Ziel des Spiels ist, das Frisbee beim gegnerischen Team an die Boje zu werfen. Also an diesen runden Knubbel da. Genau. Das sieht super witzig aus. Ja. Können wir mitmachen? Ja, das trifft sich gut. Du rot, ich blau? Genau. Ich glaube, das macht einen guten Trainer aus. Ne? Der sagte ja hier, wir machen deinen Kopf frei, es hat nichts mit Windsurfen zu tun. Aber in Wahrheit war das noch mal eine Einheit Gleichgewichtstraining. Bin ich mir ganz sicher. Frag mal den Hannes, der wird es dir beantworten können. Vielen Dank für die Ablenkung. Ja, ich habe fast vergessen, dass ich morgen eine Herausforderung habe. Ja, aber das packst du schon. Ich glaube, wenn ein bisschen Glück auf meiner Seite ist und alles passt, dann gibt es eine Chance, dass ich es schaffen kann. Und ich würde es sehr gerne, um meinen Trainer stolz zu machen. Also Johannes ist super vorbereitet für die Herausforderung. Also ich bin zuversichtlich.
wenn du das alles noch mal einmal im Kopf durchgehst, dann packst du das morgen. Okay. Und falls nicht, ist der Trainer schuld. Ja. Dann Bord an Land, ne? Ja. Der Tag der Herausforderung. Johannes muss 3 Bojen umfahren. Sein Gegner Eike startet mit Johannes, muss die Strecke aber 3-mal abfahren. Johannes reicht 1 Umrundung. Hallo Eike, schön, dass du da bist. Ja, nur der Wind nicht, ne? Ach so, hi. Ja. Hi. Heute ist wenig Wind am See. Das bedeutet, dass Johannes Schwierigkeiten bekommt, weil Eike kann pumpen. Er kann den Wind quasi in sein Segel nehmen und den mitziehen. Das bedeutet, dass er viel mehr Fahrt aufnimmt. Johannes und Eike machen sich bereit. Sobald Johannes die Startlinie überquert, geht's los. Johannes! Es dauert keine 10 Sekunden und schon wupp, fährt Eike an mir vorbei. Aber ist natürlich alles noch offen, weil Eike muss 3 Runden fahren und Johannes nur 1. Johannes, Wende! Ich habe gemerkt, ich bewege mich kaum fort und dachte dann so, ja, okay, ich muss vielleicht ein bisschen Geduld haben. Also kreuzen ohne Wind ist, darf man sagen, nein, ne? Ich bin an der 2. Boje ziemlich knapp angekommen, finde, das ist echt ganz gut gelaufen. Super, Johannes! Jetzt also! Also das war schon ein bitterer Moment, wo ich dachte, Moment, der war doch eben gerade erst, am Anfang war er hinter mir, ne? Und jetzt kommt er das 2. Mal vorbei. Aber er muss ja auch 3-mal kreuzen, also noch ist nicht aller Tage Abend. Super, Johannes! Jetzt muss er quasi nur noch gleiten. Super! Wenn ich jetzt keine großen Fehler mache, kann ich es schaffen. Johannes ist so nah an der Ziellinie, also er muss jetzt eigentlich nur noch festhalten und dann kann er es schaffen. Ich glaube, es waren noch so 10 Meter oder 15 Meter, es war nicht mehr viel. Da merke ich, Moment, ich kann machen, was ich will, ich bewege mich nicht mehr. Das wird echt knapp. Mist. Ich hatte die Möglichkeit, ich hätte da auch als Erster rüberfahren können. Es war jetzt echt knapp, aber es hätte viel schlimmer sein können. Also nicht gewonnen, aber auch nicht total blamiert. Also ich bin echt stolz auf Johannes, dass er es zum Schluss noch so gut geschafft hat. Eike hat eine Gatter-Erfahrung. Also ich glaube, aus Johannes wird noch echt ein guter Surfer. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Vielen Dank, dass du dich mit mir gemessen hast. Trainer, ja. Wie schlimm ist es? Also ich fand, es war voll gut. Ja? Ja, Eike surft natürlich auch schon länger. War eine knappe Kiste. Wenn ihr jetzt zu Hause sagt, naja, Johannes, also ich hätte den Eike geschlagen. Ja, vielleicht seid ihr ein super Windsurf-Talent. Schaut doch mal, wo es den nächsten Verein bei euch in der Nähe gibt. Und das könnt ihr bei uns auf der Webseite auf kannesjohannes.de. Ich hoffe, wir sehen uns da das nächste Mal oder wieder im Fernsehen, wenn es heißt Kannes Johannes.